So, wie angekündigt ist dieses Lemma von gerade jetzt gerade der Schlüssel dazu, diesen Satz zu beweisen, den ich auch schon quasi angeteasert habe. Und das ist Satz 1, 2, 16 und der hat tatsächlich, ja, ich möchte jetzt nicht von praktischer Bedeutung reden, aber der wird nun mal schon so ein paar Mal vorkommen, einfach wenn man sich damit auf einen angenehmen Fall zurückziehen kann. Und der sagt Folgendes aus: Wenn ich einen topologischen Vektorraum mir angucke, dann gibt es in diesem auf jeden Fall eine Nullumgebungsbasis aus abgeschlossenen Mengen. Das ist ja auf Anhieb überhaupt nicht ersichtlich. Aus abgeschlossenen Mengen. Ne, das ist von der Definition her sagt uns überhaupt nichts aus. Wir definieren das ja gerade über offene Mengen, ne, über eine Topologie. Und das ist halt schon ein interessanter Zusammenhang. Und der Beweis, der benutzt jetzt gerade diese Konstruktionen aus dem Lemma davor. Also, dass wir halt irgendwie so eine Umgebung finden, sodass U geschnitten mit A plus U gerade die leere Menge ist. Das benutzen wir jetzt hier gleich an einer Stelle sehr, ja, ich möchte noch nicht mal sagen tricky. Es kommt relativ gut raus und dann überlegt man sich das. Also, was müssen wir machen? Wir müssen uns erstmal irgendeine offene Nullumgebung nehmen. Und dann müssen wir eigentlich nur zeigen, dass in dieser offenen Nullumgebung eine abgeschlossene Nullumgebung drin liegt. Dann sind wir fertig. Weil das ist genau das, was wir haben wollen. Weil dann legen wir einfach in jede offene Menge diese abgeschlossene Nullumgebung rein und dann nehmen wir einfach diese als Basiselement. Tutti. Also wir nehmen uns erstmal eine offene Nullumgebung. Und wir setzen A als E ohne diese Nullumgebung. Jetzt ist V offen, das heißt A ist nach Definition einer Topologie abgeschlossen. Und weil V eine Nullumgebung ist, ist es ja 0 in V, das heißt 0 ist nicht in dieser Menge A. Und jetzt sagt uns gerade das vorige Lemma, also Lemma 1, 2, 15, dass wir dadurch ja gerade eine offene Nullumgebung finden mit U geschnitten A plus U. Gleich leer. Das ist gerade genau die Aussage von 1, 2, 15. So, jetzt kann man leicht zeigen, also das wäre, würde ich hier Übungsaufgaben ins Skript schreiben, wäre das gerade eine Übungsaufgabe, dass mit U auch diese Summe A plus U offen ist. Also das wäre sozusagen eine Übung. Indiziere das hier mal wieder ganz nonchalant so. Ich habe auch zu diesem Kapitel natürlich mir irgendwie mal ein paar Übungsaufgaben ausgedacht, aber ja, ich weiß nicht, ob die in dem Skript unbedingt gut aufgehoben sind. Vielleicht schreibe ich die irgendwann mal sozusagen als PDF-Datei dazu. Aber bitte nicht drauf festlegen. Wenn ihr Übungsmaterial dazu haben wollt, dann guckt euch irgendwie mal die Bücher vom Kabbalo an. Da sind ja auch reichlich Übungen drin. Und die sind auch gut. So, was heißt das jetzt? Naja, das heißt, wenn ich das U abschließe und mit dem A plus U schneide, dann habe ich immer noch leeren Schnitt. Ja, weil eben A plus U offen ist. Naja, das heißt aber, unser U quer ist eine Teilmenge von V. Ne, weil andernfalls hätte ich da oben keinen leeren Schnitt stehen. Das heißt, ich habe eine abgeschlossene Menge in mein V rausgetan, die auch eine Nullumgebung ist. Naja, und das ist gerade die Behauptung. Das heißt, damit haben wir genau das gezeigt, was wir zeigen wollen und können. Das heißt, wann immer wir jetzt möchten, in topologischen Vektorräumen uns immer darauf zurückziehen, dass wir eine Nullumgebungsbasis aus abgeschlossenen Mengen finden. Jetzt können wir einfache Eigenschaften von Teilmengen in topologischen Vektorräumen zeigen, die uns immer mal wieder ganz, ganz, ganz in Handy kommen. Und ich möchte das jetzt hier ein bisschen unorthodox, sage ich mal, sortieren. Und zwar möchte ich immer zu einer Teilaussage dieses Satzes immer direkt den Beweis machen. Denn das hat einfach folgenden Hintergrund: Es sind acht Teilaussagen. Und wenn ich jetzt erstmal die Aussagen hinschreibe und dann die Beweise, weiß hinterher keiner mehr, was die Aussage war. Also fangen wir sozusagen an, die ineinander zu mischen. Die einzige Voraussetzung dieses Satzes ist, wir haben einen topologischen Vektorraum. So. Die Aussage von Teil A ist, wenn wir eine Teilmenge A in E haben, dann kann ich den Abschluss charakterisieren als den Schnitt über alle Nullumgebungen A plus U. Das beweisen wir. Ja, wie gesagt, von dieser
Bauart, sag ich mal, sind jetzt alle diese Aussagen. Deswegen ist es hier schon sinnvoll, vielleicht die Beweise zwischenzuschieben. Also es gilt zunächst mal x in a quer, genau dann, wenn der Schnitt von x plus u mit a nicht leer ist für alle u aus dem Umgebungssystem an der 0, also aus unserer 0-Umgebungsbasis. Das ist genau dann der Fall, wenn x in a minus u liegt. Also im Sinne von Definition 1 zu 1, nicht im Sinne von irgendjemand schreibt mit dem Minus gerade mal wieder die mengentheoretische Differenz auf. So. Jetzt ist allerdings natürlich mit u auch minus u eine Nullumgebung, also das ist eine Nullumgebung. Naja, und damit haben wir gerade die Behauptung gezeigt, weil das ist genau das, was wir haben wollten. Oh. Dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Mensch. Man lernt täglich dazu. Muss ich mal nochmal in meine Stifteinstellungen gucken. Upp, den will ich haben. So, zack, zack, zack. Ah, na, das ist also gerade der erste Teil. Die Beweise sind auch alle nicht ultra lang, aber halt ja, ein bisschen frickelig und an der Stelle immer ganz gut aufgehoben. Die zweite Aussage ist Teil B. Wenn wir jetzt A, B in E haben, dann ist A quer plus B quer eine Teilmenge von A plus B quer. Ja, das ist auch eine schöne Permanenzeigenschaft von solchen Mengen. Und der Beweis ist hier auch relativ angenehm und benutzt halt wieder auf sehr artige Art und Weise, dass wir einen topologischen Vektorraum haben. Also wir nehmen uns mal einen x aus a quer, einen y aus b quer und dann nehmen wir uns einen w, das soll eine Umgebung sein von x plus y. Jetzt wissen wir, ja, wir sind ja in einem topologischen Vektorraum, das heißt, meine Addition ist stetig. Das heißt, es gibt Umgebungen u von x und v von y, sodass u geschnitten a nicht gleich leer ist und v geschnitten b nicht gleich leer ist. Das ist die gleiche Argumentation. Und das ist jetzt die Stetigkeit der Addition, u plus v ist gerade in w drin. Ja, das heißt, es gibt natürlich auch ein a in u geschnitten a und es gibt ein b in v geschnitten b. Das sieht jetzt halt ein bisschen doof aus, aber das ist genau die Aussage. Es existieren jeweils Elemente in diesen Mengen, weil die sind nicht leer. Ja, alles tutti. Das heißt aber, a plus b ist natürlich in a plus b. Und dann kann ich das noch mit W schneiden, geschnitten W. Ne, einfach nach dieser Gleichung hier, nach dieser Inklusion hier. Ja, und das heißt natürlich dann nichts anderes, als dass X plus Y nach dieser Charakterisierung hier oben in A plus B quer liegt. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Damit haben wir dann auch Teil B abgearbeitet. Ja, und mit Teil C machen wir mit so einer ähnlichen Aussage weiter. Da geht es jetzt halt um Unterräume von so einem topologischen. Hier, was passiert hier gerade? Naja, interessante Dinge. Man lernt, wie gesagt, täglich dazu. Wenn wir einen Unterraum haben, F Unterraum von E, dann ist auch der Abschluss F quer wieder ein Unterraum von E. Das ist in topologischen Vektorräumen auch wieder so eine schöne Eigenschaft, die wir haben. Ja, das beweisen wir jetzt ganz, ganz simpel. Wir nehmen uns mal Alpha Beta aus K und dann wissen wir aus Bemerkung 1, 2, 8, dass Alpha mal F quer das gleiche ist wie Alpha F quer. Das ist wichtig. Und dann können wir Teil B benutzen. Der sagt uns ja gerade, Alpha F quer plus Beta F quer ist jetzt das gleiche nach dieser Bemerkung wie Alpha F quer plus Beta F quer. Jetzt Teil B ist eine Teilmenge von Alpha F plus Beta F, dann gequert. Das ist gerade die Unterraumeigenschaft.
Also haben wir damit Teil C fertig. So, Teil D, da geht es jetzt um konvexe Mengen. Ja, also C Teilmenge E konvex. Dann ist auch der Abschluss konvex und das Innere konvex. Ja, auch da wieder anschaulich, wenn man das in R2 malt, alles tutti. Problem ist nur, Anschauung geht halt in allgemeinen topologischen Vektorräumen immer flöten und ist teilweise auch schlichtweg falsch. Das heißt, man muss einfach sich mal die Konvexkombinationen hernehmen. Also wir nehmen uns mal irgendein 0 kleiner gleich t kleiner gleich 1 und dann rechnen wir mal aus, was ist denn t mal c quer plus 1 minus t mal c quer. Das ist gerade diese Darstellung, die wir ja auch hatten, als wir die konvexe Menge oder konvexe Menge definiert haben. Da haben wir das ja gerade so umgeschrieben in die Konvexkombination. Und jetzt können wir halt unsere Ergebnisse aus A und B ausnutzen. Das ist natürlich nichts anderes, als wenn ich hier zunächst mal wieder das T unten drunter schmuggle, nach dieser Bemerkung hier, und dann das Ganze zusammenfasse. Also das ist nichts anderes als T mal C plus 1 minus TC abgeschlossen. Und das kann ich zusammenfassen. Das ist gerade C quer. Also das heißt, Entschuldigung, eine Teilmenge. Teilmenge von C quer. Und ja, damit habe ich genau gezeigt, dass C quer konvex ist. Also das ist relativ an der Definition entlang. Und jetzt nehmen wir uns mal eine Menge C-Strich, Teilmenge C konvex. Und nutzen aus, dass jede offene Teilmenge von C in C Sternen liegt. Also da jede offene Teilmenge von C in, nicht C Stern, Entschuldigung, in C innen liegt, folgt, ja, was tue ich? Ich nehme das C Strich, das muss offen und konvex sein, Entschuldigung. Dann folgt nämlich, dass C Strich liegt in C0, ja, und das heißt, C0 ist konvex, weil es eine konvexe Teilmenge innen drin liegt und weil die Teilmenge beliebig war. Ja, also damit folgt dann C innen ist konvex. Also auch das alles. Och, das nervt aber auch. Nee, nicht grün. Plup, 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 plup. So. C innen ist konvex. Da muss ich jetzt ganz kurz hier bei mir in meinem vorbereiteten Aufschrieb mal einen kleinen Fehler korrigieren, weil da steht das mit dem offen nicht drin. Gut. Ja, genau. Teil E. Na, wie gesagt, Hälfte haben wir jetzt. Jetzt kommt was zu kreisförmigen Mengen. Und zwar, wenn B-Teilmenge E kreisförmig ist, dann ist es auch ihr Abschluss. Jetzt würde man ja gerne formulieren, auch ihr Inneres, aber dafür müssen wir sicherstellen, dass das Null auch wirklich im Innern liegt, weil sonst kollabiert uns natürlich die Kreisförmigkeitsbedingung. Also 0 ist 0 in B innen, so ist auch B innen kreisförmig. So, das beweisen wir auch. Das ist auch von der gleichen Bauart wie bei der konvexen, bei den konvexen Dingern. Man geht halt letzten Endes auf die Konvexkombination runter und nutzt dann die Kreisförmigkeit aus. Das heißt, ja, die Aussage, also Kreisförmigkeit von B quer analog zu D. Das heißt, was wir jetzt eigentlich nur zeigen müssen, ist, wenn 0 in B innen ist, dann ist auch B innen kreisförmig. Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen uns mal ein Alpha aus dem Körper. Und wir wollen, dass 0 kleiner Betrag Alpha kleiner gleich 1 ist, weil für Alpha gleich 0 ist das alles sowieso entspannt. Dann können wir wieder diese Bemerkung ausnutzen, 1, 2, 8. Die sagt uns ja gerade, Alpha mal B innen ist gleich Alpha B und dann das Innere, ne, weil wir ja alles über Nullumgebungsbasen definieren können. Und das heißt, wir können Folgendes machen. Wir können einfach sagen, wir schauen uns an Alpha mal B innen. Das ist dann eine Teilmenge von Alpha B innen.
Das ist dann eine Teilmenge von Alpha b. Und das ist dann eine Teilmenge von b, weil, und hier geht es ein, dass b ja als kreisförmig vorausgesetzt ist. Jetzt ist Alpha b innen offen. Das heißt, Alpha b innen ist eine Teilmenge von b innen. Also hier haben wir nur von b, aber da wir eine offene Menge haben, ist auch eine Teilmenge von b innen. Und wenn 0 in b0 ist, also in b innen ist, gilt das natürlich auch für Alpha gleich 0. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Und das heißt, wir haben diese Inklusion für alle Alpha mit Betrag kleiner gleich 1. Und damit ist das b innen kreisförmige Menge. Und das wollten wir ja gerade hinterher rausbekommen. Also haben wir hier sozusagen auch alles hingekriegt. So, und das war der letzte Beweisteil, der jetzt wirklich viel Arbeit bedeutet. Jetzt machen wir das gleiche sozusagen noch für beschränkte Mengen und dann gucken wir uns ein paar Permanenzeigenschaften von metrischen Vektorräumen und Frichet-Räumen. Also, fangen wir mit F an. Wenn M Teilmenge E beschränkt ist, ja, dann ist auch der Abschluss beschränkt. Das heißt, wenn ich eine beschränkte Menge abschließe, kriege ich nie so viel dazu, dass ich sozusagen dieses Riesendreieck, was ich da gezeichnet habe vor ein paar Videos, dass ich das dadurch verlasse, dass ich eine Menge abschließe, sondern der Abschluss ist auch immer noch weiterhin beschränkt. Nicht unbedingt durchs gleiche T oder durchs gleiche S, aber nur, es findet sich eins. Also Beweis. Ja, sei U eine Nullumgebung. Dann nehmen wir uns den vorigen Satz 1, 2, 16. Dann wissen wir, okay, wir finden eine abgeschlossene Nullumgebung. Also es gibt eine Nullumgebung V, sodass V quer Teilmenge U ist. Jetzt ist ja M beschränkt. Das heißt, es existiert ein Delta größer 0, sodass M eine Teilmenge ist von T mal V für alle T größer Delta. Das Delta kann man jetzt auch wieder S nennen. Und für diese t, also für alle t, die größer sind als das Delta, gilt dann logischerweise auch m quer Teilmenge t mal v quer. Na, dann können wir einfach den Abschlussoperator auf beide Seiten anwenden. T mal v quer ist aber wieder das gleiche wie t mal den Abschluss von v. Na, und der Abschluss von v liegt aber ja in u, also ist m quer Teilmenge tu, also ist auch m quer beschränkt nach der Definition. Also nichts, was wirklich unvorhersehbar ist. Man nimmt einfach die Definition der Beschränktheit und die Voraussetzung, oder besser gesagt die Eigenschaften, dass wir einen topologischen Vektorraum haben. Das war, wie gesagt, Nummer F. Jetzt kommt G. Und zwar sagt das, wenn wir einen vollständigen metrischen Vektorraum haben und wir nehmen einen Unterraum, ja, dann folgt E, dieser Unterraum F ist genau dann vollständig, wenn er abgeschlossen ist. Ja, also das heißt, setzen wir mal voraus, F ist vollständig, naja, dann besitzt jede Folge da drin einen Grenzwert, dann ist es abgeschlossen. Ist F abgeschlossen? Naja, dann kann ich zu jeder Folge ein Element finden, wo hinterher alle Folgen wieder in der Menge liegen. Und das ist dann gerade die Vollständigkeit, weil wir einen vollständigen metrischen Raum reingesteckt haben. Ist also nur eine Umformulierung. Ja, also da ist nichts zu beweisen. Und dann haben wir noch H. Wenn wir jetzt E als Frichet-Raum nehmen, und F einen Unterraum von E haben, dann ist natürlich auch der Abschluss von F einen Frichet-Raum. Ja, und das folgt jetzt natürlich sofort aus G, denn F-Unterraum heißt ja dann, naja, er ist vollständig genau dann, wenn er abgeschlossen ist. Jetzt ist er als Unterraum eines vollständigen Raumes aber wieder vollständig. Naja, und damit ist er abgeschlossen nach G. Naja, und das heißt, wir haben einen vollständigen metrischen Vektorraum, der lokalkonvex ist, und damit haben wir einen Frichet-Raum als Unterraum gefunden. Ne? Abschluss natürlich, weil wir ihn als Abschluss definiert haben. Und damit haben wir auch alles bewiesen, was wir hier beweisen wollten. Und damit ist dieser doch recht längliche Satz bewiesen. Aber das sind nun mal halt so ein paar Aussagen, die man immer mal wieder braucht und die deswegen hier einmal an Ort gesammelt sind.
So, wir wollen dieses Kapitel jetzt schließen mit zwei Sätzen, die jeweils noch mal ein bisschen was zur Nullumgebung präzisieren und die auch insgesamt ein bisschen spannender sind als der Satz, den wir letztes Mal sozusagen bewiesen haben. Und zwar gucken wir uns mal an Satz 1, 2, 18. Den beweisen wir jetzt auch wieder in der klassischen, nein, ich will da keinen Kreis drum legen, in der klassischen Variante. Also wir schreiben ihn erst auf und dann schauen wir uns nach und nach die Beweise an. Aber er hat halt auch nur zwei Teile, da geht das besser als bei den acht Teilen vorher. Also wir nehmen uns wieder einen topologischen Vektorraum, mehr brauchen wir nicht. Und dann ist die Aussage von Satz A, jede Nullumgebung enthält eine Kreisförmigung. Eine kreisförmige Nullumgebung. Insbesondere besitzt damit natürlich jeder topologische Vektorraum eine Nullumgebungsbasis aus kreisförmigen Mengen. Und dann B, jede konvexe Nullumgebung, das ist also ein bisschen spezifischer, enthält eine absolut konvexe. Das heißt, wenn wir einen lokal konvexen Raum haben oder insbesondere einen Fouché-Raum oder halt ein Beispiel einen Banach-Raum, dann hat der immer eine Nullumgebungsbasis aus absolut konvexen Mengen. Ja, und das ist einfach dahingehend schön und praktisch, weil es einfach mehr ist als konvex, weil wir dazu noch kreisförmig haben. Ja, und im Prinzip läuft es jetzt so ab: zum Beweis konstruieren wir jeweils solche Nullumgebungen. Das ist natürlich jetzt keine, die man hinterher sozusagen spruchreif hinmalen kann, aber auf jeden Fall eine, die man formelmäßig hinschreibt und dann verifizieren kann, dass das genau das tut, was es soll. Also, sei U eine beliebige Nullumgebung. Dann wissen wir, wir sind im topologischen Vektorraum, das heißt, die Skalarmultiplikation ist stetig. Das können wir so ausdrücken, es existiert ein Delta größer 0 und eine Nullumgebung V, sodass Alpha V gerade eine Teilmenge von U ist, für alle Alpha im Körper, die gleichzeitig kleiner gleich als Delta sind. Und das ist gerade die Stetigkeit der Skalarmultiplikation. Und jetzt definieren wir W als die Vereinigung all dieser Alpha V. Also, wenn man möchte, kann man das so hinschreiben: W soll sein Vereinigung über Betrag Alpha kleiner gleich Delta, Alpha mal V. Dann ist natürlich als Schnitt W immer noch eine Nullumgebung. Und nach Definition bzw. Konstruktion ist W natürlich immer noch in U. Alles gut. Weil ja jede dieser einzelnen Mengen ist in U und dann ist der Schnitt natürlich auch wieder in U. Jetzt ist die Behauptung, dass dieses W auch kreisförmig ist. Also Behauptung W kreisförmig. Und das beweisen wir jetzt hier sozusagen gesondert. Also, sei Beta aus K, sodass der Betrag von Beta kleiner gleich 1 ist und wir nehmen uns einen x aus W. Ja, dann ist natürlich sofort klar, dass x in Alpha mal V ist für ein Alpha und ein V, für ein Alpha und V wie oben. So. Ja, das ist gerade die Definition hinter dem x aus W. Ja, so haben wir es definiert. Das heißt aber, wenn ich jetzt das Beta hier dran multipliziere, ist Beta x in Beta a Alpha mal V. Na, einfach auf beiden Seiten ein Beta dran multipliziert. Das ist in Ordnung. Beta hat Betrag kleiner gleich 1. Das heißt, wir können Folgendes machen wegen Betrag Alpha Beta kleiner gleich Betrag Alpha kleiner Delta. Oh, da muss ein kleiner gleich bei mir stehen. Oder man setzt voraus, Beta ist gleich 1, aber da weiß ich nicht, ob das hinreichend ist. Also wegen dieser Abschätzung gilt jetzt nach Definition, dass das Beta Alpha V Teilmenge U ist. Und das x ist aber ja in Alpha V, das heißt Beta mal x ist in W.
Ja, und das heißt, der Betrag Beta ist kleiner gleich 1 und Beta x ist in W. Das ist gerade die Definition von W ist kreisförmig. Damit haben wir hier die Behauptung gezeigt und damit ist Teil A gezeigt. Also man konstruiert sich sozusagen explizit diese kreisförmige Nullumgebung. Natürlich kann man sie hinterher nicht wirklich hinschreiben. Das ist ja diesen Konstruktionsbeweisen halt oft immanent. So, bei B. Da fangen wir jetzt mit einer konvexen Nullumgebung an und wollen zeigen, dass es eine absolut konvexe drin gibt. So, also fangen wir wieder an, sei U konvexe Nullumgebung. Und jetzt setzen wir folgendes erstmal eine Menge A fest. Das soll sein der Schnitt über alle Alpha U, sodass Alpha aus K ist, A Betrag Alpha gleich 1 hat. Na, also in R ist das einfach U geschnitten minus U. Und in C nehmen wir halt Alpha über den gesamten Einheitskreis. Ferner wählen wir W wie oben, also genau wieder der gleiche Schnitt. Dann ist natürlich W kreisförmig, das haben wir in A gezeigt, das können wir jetzt also benutzen. Das heißt, wir können folgende Rechnung anstellen. Alpha minus 1 mal W ist immer noch in W und Alpha W ist immer noch in W für Betrag Alpha gleich 1. Na, das kommt sofort aus der Kreisförmigkeit raus, weil da gilt ja Alpha W ist Teilmenge W für Betrag Alpha kleiner gleich 1 und wenn ich Betrag Alpha gleich 1 setze, ja, dann kriege ich gerade diese beiden Teilmengenbeziehungen raus. Naja, das heißt, wenn ich Betrag Alpha gleich 1 wähle, wirklich, dann ist Alpha hoch minus 1 W sogar wirklich gleich W. Und zwar eben aus dem Grunde, dass ich halt hier das Betrag Alpha speziell wähle. Das bedeutet aber natürlich, dass W eine Teilmenge ist von Alpha U, weil sogar gleich Alpha U für Alpha gleich 1, also W gleich Alpha U, ja Alpha W, Entschuldigung. W gleich Alpha W für Betrag Alpha gleich 1. Und das heißt, wenn wir es konservativ ausdrücken wollen, ist W eine Teilmenge von Alpha U. Und Alpha U ist aber auch gerade, also für Alpha gleich 1, Betrag Alpha gleich 1, aber Alpha U ist ja gerade hier in A, das heißt, mit dieser Geschichte hier haben wir gezeigt, W ist eine Teilmenge von A. Und A ist natürlich eine Nullumgebung als Schnitt über Nullumgebungen. Ja, das heißt, es gilt auch U, Entschuldigung. Das heißt, es gilt auch, dass W in diesem Fall wieder eine Nullumgebung ist. Also alles soweit gut und soweit entspannt. So, jetzt ist es so. Wir haben dann mit einer konvexen Nullumgebung gestartet und wollen jetzt irgendwie eine konvexe Nullumgebung, eine absolut konvexe Nullumgebung daraus konstruieren. Und der Kandidat für unsere Nullumgebung ist jetzt nach diesem Ergebnis hier, gerade das A. Na, wenn wir jetzt zeigen können, dass das kreisförmig ist, dann sind wir quasi fertig. Na, also mit der ganzen Vorüberlegung haben wir, dass A eine Teilmenge von U ist. Ne, gerade eine Konstruktion von W und dieser Rechnung hier. Und A ist dann natürlich konvex als Durchschnitt konvexer Mengen. Ja, das heißt, für die Absolutkonvexität fehlt uns gerade nur noch, dass das A auch eine kreisförmige Menge ist. Und das wollen wir jetzt noch eben zeigen. Das ist sozusagen der Schritt, der dann diesen Beweis komplettiert. Also Behauptung A kreisförmig. Ja, und der Beweis, der geht prototypisch eigentlich wie eben, nur man muss halt ein bisschen aufpassen, weil die Definition ein bisschen komplizierter ist, ne? Also sei 0 kleiner gleich r kleiner gleich 1 und Beta aus dem Körper, sodass der Betrag von Beta kleiner gleich 1 ist. Dann folgt natürlich sofort r mal Beta mal a. Das kann ich jetzt schreiben, indem ich r mal Beta mal Alpha U einsetze statt dem A, weil Alpha U sind ja in dem A, aber dafür muss ich dann natürlich über alle Betrag Alpha gleich 1 schneiden. Das ist gerade nach Definition der Menge A. Jetzt ist allerdings natürlich das Ganze so gebastelt, dass das das gleiche ist wie der Schnitt über Betrag Alpha gleich 1 R mal Alpha U
Entschuldigung, nicht gleich, Teilmenge, weil das Betrag Beta ja kleiner als 1 ist. Also das muss eine Teilmenge sein. Das ist aber Gott sei Dank nicht schlimm. Und jetzt ist es ja so, dass Alpha U ist ja eine konvexe Nullumgebung. Ne? Das heißt, R mal Alpha U ist ja eine Teilmenge von Alpha U, weil 0 kleiner gleich R kleiner gleich 1 und konvex. Ne? Dann können wir das hier so einfach machen. Das heißt aber auch, dass R Beta A, was ja das Ganze hier ist, und eine Teilmenge davon ist, eine Teilmenge ist von A, weil das hier dann sozusagen eine Teilmenge ist vom Schnittbetrag Alpha gleich 1 Alpha U, was ja A ist. Das heißt, R Beta A ist eine Teilmenge von A. Ja, und das wollten wir ja gerade zeigen, weil damit ist A kreisförmig. Und das heißt, wir haben mit diesem A in die konvexe Menge eine absolut konvexe Menge reinkonstruiert. Und das ist genau das, was wir machen wollten. So, und zum Abschluss dieses Kapitels machen wir jetzt noch einen Satz, nämlich Satz 2.1.19. Oh. Nämlich Satz 2.1.19, der gerade noch mal ein bisschen was zum Zusammenhang von Nullumgebungen und Folgen und Kompaktheit noch mal so ein bisschen macht. Das heißt, der sozusagen noch mal den ersten Abschnitt ins Spiel bringt und halt einfach noch mal so ein bisschen zur Gewöhnung an diese ganzen Begrifflichkeiten dient, weil wir alles, was wir im Moment machen, ist ja noch relativ nah an den Definitionen gelagert. Also, ist E ein topologischer Vektorraum und U eine Nullumgebung, so gelten folgende Aussagen. A. Ist Rn eine streng monoton wachsende Folge positiver Zahlen? Positiv heißt immer in R, also in R plus. Ich drücke das jetzt mal kurz aus. Streng monoton wachsend. Ja, so gilt mit, das muss noch sagen, es soll gegen unendlich gehen, also es darf nicht konvergieren sozusagen. Also zum Beispiel n. Dann gilt e gleich Vereinigung n gleich 1 bis unendlich rn mal u. Ja, das hatten wir schon mal so stehen, als wir absorbierende Mengen definiert haben. Da hatten wir es hingeschrieben mit n mal u. Und n ist gerade so eine Folge. Na, also folgt daraus sofort, dass Nullumgebungen absorbierend sind. Also insbesondere Nullumgebungen absorbierend. B. Jede kompakte Menge K-Teilmenge E ist beschränkt. Das ist wieder sozusagen die Richtung, die wir immer haben. Und für die andere Richtung bräuchte man Analogien zum Heine-Borel. Findet man aber in der Regel nicht. Und C. Ist Delta N streng monoton fallende Nullfolge? Und U eine beschränkte Nullumgebung. Dann haben wir, dass die Menge B gleich Delta N mal U und das N läuft durch N, dass das eine Nullumgebungsbasis ist. Also insbesondere, wenn wir mal zurückdenken an die Abzählbarkeitsaxiome, besitzt jeder Punkt in einem topologischen Vektorraum eine abzählbare Umgebungsbasis. Und das ist gerade das erste Abzählbarkeitsaxiom. Ich hoffe, es ist das erste. Moment. Das ist immer die Sache mit den Benennungen. Ich merke es mir auch nicht alles immer vollständig. Ja, es ist das erste. Aber ich weiß halt, was die Bedeutung dahinter ist. Das ist vielleicht das, was man vielleicht sich auch generell mal irgendwie so in der Mathematik merken kann. Man muss es nicht auswendig lernen, man muss nur wissen, was es bedeutet. Und man muss im Zweifel wissen, wo es steht. So, also das sind die drei Aussagen, mit denen wir dieses Kapitel jetzt sozusagen einmal abschließen wollen. Und die machen wir jetzt im Beweis stringent hintereinander weg. Da passiert jetzt auch nichts großartig Vorhergesehenes. Also was wollen wir zeigen? Naja, also dass E gleich die Vereinigung dieser RNU ist. Dabei ist es natürlich so,
dass die Vereinigung eine Teilmenge von E ist, das ist klar. Also da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Interessant ist nur, dass wirklich die Gleichheit gilt. Also nehmen wir uns ein x aus E und zeigen, dass es dann in einem der RNU liegt. Ja. Da müssen wir wieder ausnutzen, dass wir einen topologischen Vektorraum haben, weil das ist genau das Setting, was wir hier haben. Und das sagt uns gerade, ja, okay, ne, topologischer Vektorraum, Skalarmultiplikation ist stetig. Ne? Und Skalarmultiplikation stetig heißt, naja, wenn wir uns eine spezielle Menge angucken, in unserem Fall die Menge m gleich alle Alpha aus k, sodass Alpha x in u, da gibt uns die Stetigkeit gerade, dass diese Menge offen ist, offen in E, ja, aber das ist nicht der springende Punkt, sondern offen mit, und das ist wichtig, 0 in M, also dass das ganze Ding ist eine Umgebung der 0. Das heißt aber, es existiert auch ein Index n aus den natürlichen Zahlen, sodass Rn hoch minus 1 in M ist. Ah ja, schön, das heißt, ich muss hier wirklich dazu sagen, das ist natürlich eine Teilmenge von K, nicht von E. Bin auch gerade ein bisschen doof. Na, also das heißt, weil das offen ist, finde ich ein n aus n, sodass Rn hoch minus 1 irgendwo mal in M ist. So, das heißt jetzt aber, nach Definition von dem ganzen Gewusel hier, dass Rn hoch minus 1 x ja in U liegen muss. Ne, weil so ist die Menge m ja gerade definiert. Wenn Rn hoch minus 1 in m ist, dann ist Rn hoch minus 1 x ja gerade in U. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten sozusagen mit dem Rn durchmultiplizieren, dann habe ich aber x ist in Rn U. Das heißt, es gibt ein n, sodass das x aus E in einem der Rn liegt. Und das ist natürlich ein Element, oder ja, es ist ein Element, oder Rnu ist eine Teilmenge der Vereinigung. Ja, und damit haben wir Teil A fertig. So, B, eine kompakte Menge ist beschränkt. Na, was müssen wir machen? Wir müssen uns irgendwie eine endliche Teilüberdeckung aussuchen und dann gucken, dass man halt sozusagen die Beschränktheit in unserem neuen Sinne da rauskriegt. Also nehmen wir uns mal eine offene kreisförmige Nullumgebung. Ja, da wissen wir ja, dass die immer existiert, haben wir ja im Satz vorher gezeigt. Das, was wir gerade gezeigt haben in A, sagt uns dann, na gut, es ist eine Nullumgebung, also ist E gerade die Vereinigung n gleich 1 bis unendlich. Und jetzt müssten wir da irgendeine positive, streng monoton wachsende Zahlenfolge reinschreiben. Entscheiden wir uns mal für was Simples, nehmen wir mal n mal u. Jetzt müssen wir uns erinnern, kompakt heißt in unserem Setting immer, dass wir überdeckungskompakt meinen. Das heißt, es existieren endlich viele dieser n mal u. Also existiert ein m aus n, sodass ich quasi m mal u, oder dass ich e schon damit überdecke, also das k schon damit überdecke, so rum. Also dass k eine Teilmenge ist von u vereinigt 2u, vereinigt 3u, vereinigt mu. Und jetzt ist der Gag, das m ist ja kreisförmig. Also nicht das m, das u. Das U auch, ja. Das U ist kreisförmig, mein Gott. Das U ist kreisförmig, dadurch ist diese Vereinigung hier nichts anderes als ihr letztes Element. Also das ist gleich M mal U. Wo steht denn hier groß M kreisförmig? So. Das heißt, wir haben K eine Teilmenge von M mal U. Das heißt, für T größer als dieses M, was aus der Kompaktheit resultiert, gilt, dass k eine Teilmenge ist von m mal u und das wiederum eine Teilmenge ist von t mal u. Naja, und das ist gerade die Be Beschränktheit. Ne? Also hier steht gerade nichts anderes als formelmäßig, dass k beschränkt ist. Das wäre Teil B. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass dieses Delta n für eine streng monoton fallende Nullfolge, dass das tatsächlich eine Nullumgebungsbasis ist. Also nehmen wir uns mal eine Nullumgebung V raus. Dann ist U beschränkt. Das war die Voraussetzung, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade gehangen. Das war die Voraussetzung, ne? Also U ist beschränkt. Das heißt,
Es existiert wieder nach der Definition so ein S größer 0, sodass U eine Teilmenge ist von T mal V, ja, für alle T, die größer sind als dieses S. Und jetzt wählen wir das N aus N so groß, dass gerade Delta N mal dem S, dass das kleiner als 1 ist. Das geht, weil das Delta N eine streng monoton fallende Nullfolge ist. Und mit dieser Setzung haben wir dann, dass Delta N eine Teilmenge ist von V. Ja, und damit haben wir die Behauptung. Entschuldigung, Delta NU. Delta N ist nur eine Zahl. Delta NU ist dann in V. So. Und damit haben wir eine Nullumgebungsbasis konstruiert und damit ist der Satz bewiesen. So. Damit ist das Kapitel auch fertig, der Abschnitt fertig, das Kapitel nicht. Ich möchte aber jetzt schon mal wieder die Zeit nutzen oder die letzten paar Sekunden dazu nutzen, zu sagen, wo es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt uns ganz viel mit den topologischen Vektorräumen beschäftigt. Jetzt möchten wir lineare Operatoren betrachten. Damit auch wieder zur Funktionalanalysis wirklich zurückkommen. Und das werden wir jetzt im nächsten Kapitel machen, indem wir erstmal einen Zusammenhang zwischen linearen Operatoren finden und beschränkten Mengen. Und wenn wir den haben, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Und damit können wir uns dann spezielle Funktionenräume wieder konstruieren und auch allgemeine Prinzipien dahinter aufdecken. Und das ist dann sozusagen der nächste Fahrplan, Kapitel 1.3.1.4. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es ist alles nicht zu abstrakt, aber man kommt da durch. Ne? Also es ist halt ein anderes Setting, als man das vielleicht gewöhnt ist. Es ist alles ein bisschen abstrakter gehalten, ein bisschen schwieriger gehalten. Aber dafür ist es halt hinterher allgemeiner in der Schlagkraft. Dann, wie immer, falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne eine Mail. Ihr könnt leider nicht mehr das Kontaktformular auf der Webseite nutzen, weil das in letzter Zeit so dermaßen zugespammt ist, dass das leider viel zu viel meiner Zeit frisst, wenn ich da jeden Tag 5 Minuten dran rumpoolen muss, um Spam-Ordner zu leeren. Und das habe ich also dementsprechend deaktiviert. Ihr könnt mir aber gerne so eine E-Mail schreiben. Das ist alles kein Problem. Bevorzugt natürlich das Kommentarfeld. Das ist die direkteste Art der Kommunikation. Und ja, dann sehen wir uns zum Kapitel 1.3 wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit, macht's gut und tschüss.